Hallo, Fines. Da haben wir ihn, den Drecksack. Und ich begrüße euch zu Let's Play The Elder Scrolls 5 zurück. Ja, wir werden uns jetzt ein wenig Geld erschieten mit Zirkumflex und dem Code. Moment. Da muss man nämlich doppelt P drücken, denn den ersten Tastendruck, den man macht, den setzt er nicht um. Player add item Leerzeichen 000000, also 7 mal die 0, F. Und den gewünschten Geldbetrag, den nehmen wir jetzt 20.000. So, und mit Enter bestätigen. Mit Enter. So. Dazu muss ich sagen, ich hatte den Part soweit gerade erst aufgenommen. Dann habe ich bemerkt, dass meine Let's Play-Uhr nicht lief. Dann wollte ich einen Schnitt machen, mir kurz die Zeit angucken, wie lange ich schon aufnehme und dann nahtlos weitermachen. Und da ist mir aufgefallen, ich hatte den Aufnahmeknopf überhaupt nicht gedrückt. Ich habe erst ab dem Punkt aufgenommen, an dem ich weiter aufnehmen wollte. Ja, konnte ich alles in den Müll schmeißen und jetzt mache ich es neu. Und kaufe erneut die Zauber von Fines und weiß, was uns erwarten wird hier. Das wird wahrscheinlich auch ein bisschen schneller gehen. Lasst mich wissen, falls ihr Hilfe bei Beschwörungstechniken benötigt. Ja, Fines. Führt eure Beschwörungen bitte nur auf dem Gelände der Akademie durch. Die Leute sollen nicht auch noch durch Atronachen in Aufruhr versetzt werden, die durch die Stadt streifen. Das Beschwören von Untoten ist außerhalb der Akademie noch weniger ratsam. Hm. Okay. Was habt ihr zu verkaufen? Zauber und Beschwörungen für jene, die sie anwenden können. Ja. Als erstes kaufen wir uns ein paar Bücher. Und zwar... Moment. Als erstes, das habe ich zwar gerade umgekehrt gemacht, aber egal. Könnt ihr mir etwas über Beschwörung beibringen? Ich bringe euch etwas von meinem Wissen. Das ist eigentlich schweinteuer, deswegen würde ich das nicht machen, wenn ich mir kein Geld erschieben würde. Aber so beschleunigen wir alles. Wir werden ein höheres Level am Ende erreichen, denn diese Trainingseinheiten hier, 5 kann man immer machen in einem Level, danach wird das zurückgesetzt, erhöhen unser Maximalfortschritt. Das hier ist der Beschwörungsfortschritt. Wir hätten eh fast Level up, aber das macht dann hier 61 und dann wieder auf die... das Level von Fortschritt her. Ja, also einmal 100% voll. Plus das hier. Also nicht plus das hier. Das wird so voll und dann wieder bis dahin. Ja. Und dann trainiere ich mal. So, und da sieht man, unser Stufenfortschritt geht voran. Auf Stufe 12. Dann drücken wir nochmal und es geht noch weiter voran. Und, ja, du schaffst es. Stufenfortschritt. Und da ist unser Level up. Wir sind jetzt Stufe 13. Damit kann man also auch leveln. Aber es geht nicht unendlich, weil sie haben dran gedacht. Wir können auch nur in einer Kategorie trainieren pro Level. Das heißt, wir können jetzt nicht Beschwörung 5-mal trainieren. Dann gehen wir zum Zerstörungslehrer, denn es gibt so von allem Lehrer. Von Schießkunst, Schleichen, Beschwörung, Zerstörung, alle Magieschulen und so weiter. Wiederherstellung. Man kann pro Level nur 5-mal trainieren insgesamt. Wenn wir jetzt zu einem anderen Lehrer gehen, steht hier trotzdem 3 von 5. Da steht ja auch in dieser Stufe trainiert. So, dann machen wir noch die letzten 2 Level. So, und jetzt sind wir ein wenig klüger in der Beschwörung und auf Level 65. Aber da fällt mir gerade mal was auf. Der Fortschritt ist hier doch, wird hier doch gerade nicht mehr angezeigt. Wurde der irgendwie resettet dadurch, durch das Level up? Kann sein. Kann schon sein, ja. Aber kann ich mir nicht vorstellen. Weiß ich nicht. Vielleicht ist das ein Bug. So, wir erhöhen unsere Magika auf 350. Es wird immer mehr. Der Atronach gibt uns auch einen Vorteil da drin. Und was wir jetzt tun, wir erhöhen unsere Beschwörung auf die Adeptenfähigkeit. Dadurch bekommen wir die, dadurch können wir die Adeptenzauber für die Hälfte ihres Manas beschwören, ihrer Magika. Und das ist wichtig, weil sonst wären einige davon entweder unbezahlbar oder sie würden uns komplett unser ganzes bestehende Magika entziehen. Deswegen machen wir jetzt Beschwörungsadept. Und dann kann ich auch jetzt direkt zeigen, welche Zauber wir, die es wir kaufen, Adeptenzauber auch sind. Ihr wollt also damit man sieht, dass es sich lohnt. So, Bücher, Zauberbücher.
Hier, der, ach, hier sieht man ja noch gar nicht, welche Stufe die haben. Aber ich weiß aus Erfahrung von meinem anderen Spielstand, dass hier ist ein Lehrlingszauber. Das hier ist ein Adeptenzauber, der beschworene Bogen, den muss ich auch unbedingt mal zeigen. Dann sieht man auch ein bisschen mit Pfeil und Bogen, auch wenn ich darauf nicht trainiert bin und mir somit einige Fähigkeiten fehlen von Schießkunst. Beschworenes Schwert haben wir. Feueratronak haben wir und jetzt der Frostatronak. Der macht nämlich richtig was her. Die Seelenfalle, die brauchen wir nicht, weil wir haben die auf unseren Schwertern. Das haben wir durch Skillung, dass unsere beschworenen Waffen, alle Pfeil, Bogen, Streitaxt, egal, Schwert, Seelenfalle drauf haben. Wiedergänger belebt einen mächtigen Untoten, mächtigen Toten wieder und lässt ihn 120 Sekunden lang für dich kämpfen. Ja, Wiedergänger ist ein Adeptenzauber des, der Totenbeschwörung. Und damit können wir höherrangige Tote wieder erwecken. Den nehmen wir natürlich, da brauchen wir nicht mal Zombie erwecken, der macht nur Schwache wieder, klar. So, dann nehmen wir den und, upsala. Jetzt haben wir alles, so, jetzt müssen wir noch, ach, ich habe vergessen, was zu kaufen. Komm schon. Ihr wollt also die, ja, will ich. Dann gehen wir noch auf Bekleidung. Und der hat nämlich, weil er der Beschwörungsmeisterlehrer hier ist, eine Lehrlingsrobe der Beschwörung. Ein Zerstörungsmeister hier hätte zum Beispiel eine Lehrlingsrobe der Zerstörung. Das haben die alles so gemanagt, dass die das eben haben. Die Adeptenrobe kaufen wir uns, wenn sie verfügbar ist. Und somit auch die Adeptenkapuze. Die kann man natürlich getrennt kaufen, aber sieht dann scheiße aus. Weil man sieht hier blau und die wäre dann hier braun. Und das sieht kacke aus. Deswegen kaufen wir uns die erst, wenn die Adeptenrobe auch zur Verfügung steht. Aber wir kaufen uns jetzt erstmal hier die Lehrlingsrobe der Beschwörung. Dann haben wir noch 15% weniger Magicka für Beschwörungszauber. Das kann ich dann mit und ohne Robe zeigen, den Unterschied. Und wir kaufen uns noch einen mächtigen Seelenstein, um hinterher mal Verzauberung zu zeigen. Das ist nämlich auch ziemlich geldintensiv. So, und jetzt aktivieren wir die ganzen Bücher, die wir gekauft haben. So, beschworene Streitaxt, Bogen, Frostatronak, die Heilung und Kerzenschein, die müssen wir mal verkaufen, die nützen uns nichts mehr. Und das Zauberbuch Wiedergänger. So, und jetzt rüsten wir das alles aus. Da müssen wir gar nicht hin und her klicken, denn das ist alles in der Kategorie Beschwörung. Und wir machen einmal Favorit, 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 Favorit. Wiedergänger? Ach, dann können wir Leichnam wiederbeleben wegmachen. Ich dachte schon, das sieht so viel aus. Die behalte ich natürlich beide. Und man sieht, der Frostatronak würde normalerweise 144 Mana kosten. Durch die Adeptenfähigkeit, denn hier, das ist Adeptenstufe, macht er nur noch die Hälfte, und zwar 72. Und hier genau das gleiche, der Bogen, 69 macht er. Also keine 138 mehr wie vorher, weil das wird ja halbiert, die Kosten. Oder hier, das ist Lehrlingsstufe, das ist sowieso die Hälfte, weil wir da ja über Lehrling gehen mussten für Adept. Was haben wir noch? Hier Wiedergänger, das war auch ein Adeptenzauber, der hat bis gerade noch 122 Magicka gekostet. Ja, und hier sieht man, das war gerade ein Bug mit der Anzeige der Beschwörung. Wir sind trotzdem noch kurz vorm Level ab in Beschwörung, auf kurz vor 66. Das war also ein Bug, wie ich vermutet habe. Okay, und jetzt werden wir einige Zauber zeigen. Und so, erstmal auswählen. Wo ist das? Der Frostatronak. Den werde ich nämlich als erstes beschwören, weil der einfach nur unglaublich geil ist. Ach, apropos, das habe ich auch gerade gar nicht ganz vergessen. Ich zeige nochmal, wie der Zauber beeinflusst wird, die Magicka-Menge vom Verändern der Kleidung. Wir haben ja unsere 15% weniger Kostenrobe. Ich zeige es mal an Frostatronak, 72 Kosten, hier, bam, 72. Dann ziehe ich mal die Robe an. Das könntet ihr auch ganz einfach ausrechnen, eben 15% von 72 abziehen. Aber ich zeige es euch trotzdem nochmal, damit ihr es mal seht. Ich habe eine Standard-Lehrlingskapuze, die steigert die Magicka um 40. Aber ich werde jetzt die Lehrlingsrobe der Beschwörung anziehen. Die Beschwörung kosten 75% weniger Magicka. Magicka regeneriert sich 75% schneller. Ups, ich habe die Kapuze gerade gezeigt, oder? Ja, das ist hier nur den Effekt der Regeneration.
Ja, 75%. Ich habe gerade die Kapuze gezeigt. Entschuldigung. Ja, und ich ziehe die jetzt an. Bam. Man sieht keinen Unterschied. Man fühlt keinen Unterschied. Doch wenn man sieht hier in den Leisten, der Frostatronak kostet nur noch 61. Und gerade, wie viel hat er gerade gekostet? Ja, es kostet alles weniger. Wiedergänger, weiß ich noch, hat 61 gekostet. Ach, das hat mich jetzt verwirrt, weil vorher hat Wiedergänger 61 gekostet und jetzt kostet Frostatronak 61. Ich dachte, ich habe da irgendwie was durcheinander geschmissen. Das hat, glaube ich, irgendwas vorher mit 70 gekostet. Ich habe es schon wieder vergessen. Na gut, ich beschwöre ihn jetzt. So, stehe auf, mein treuer Frostatronak. Verdammt. Ja, das ist ein Bug, den hatte ich auch gerade. Das ist ein bisschen dämlich. Ich beschwöre mal so weit weg, wie es geht. Ah, gut, da steht er. Da, unser Frostatronak. Der macht was her, was? Na, renn mich nicht mal auf, du Kackvieh. Ich bin dein Meister. Ah, da fällt mir gerade, da sehe ich was. Der hat ja Augenhöhlen. Die habe ich bis jetzt noch gar nicht gesehen. Ich dachte, der hätte keine Augen oder keine Gesichtszüge. Aber der hat so ein bisschen auch die Nase und die nasolabialen Falten. Sieht man so ein kleines bisschen. Ja, da steht er nun. Mit einem spitzen Angriffsarm und den anderen, den schwingt er auch gerne mal durch die Gegend. Und mit einem tollen Buckel. Joa. Und dann beschwören wir noch unsere anderen Zauber. Die beschworene Streitaxt, die kann ich mal beschwören. Die braucht man eigentlich nur einhändig, aber zweihändig wirkt die, glaube ich, länger. So. Ja, da ist die. Die beschworene Streitaxt. Ah, beschworene Waffen sehen so viel epischer aus. Erstmal ins Dunkel gehen, sonst sieht man die kaum. Dann ist das ganz normaler Axtangriff mit Blocken. Man kann auch hier diesen Stoß machen. Da. Aufladen und das zeige ich mal kurz so. So blocken und dann stoßen mit einem Block. Wenn man blocken und dann Angriff drückt. Dann noch hier ein bisschen rumschwingen. Hui. So, und hier stehen wir gerade so am Fenster. Da denke ich mal, ist Zeit für unseren Bogen. Dann beschwören wir ihn. Und yeah, magische Pfeil und Bogen. So, jetzt muss ich ein bisschen was dazu sagen, wenn wir, ich habe ja einen Dieb-Charakter, der kann schon rennen aus dieser Bewegung raus. Das ist, die Fähigkeit heißt Waldläufer. Und dann können wir rennen aus dem Zielen heraus. Und auch in Hocke können wir uns schnell bewegen. Also, ich schieß mal kurz weg. So, dann können wir dieses Tempo machen beim Zielen. Ist ja nur das Langsame hier. Ja. Und, wenn man, man hat nur 100 beschworene Pfeile. Das habe ich noch gar nicht gesehen, dass man ein Limit hat. Ich dachte, die wären unendlich. Ja, egal. 100 reicht ja völlig. Und man kann sich die ja immer neu beschweren. Wenn die weg sind, wird wahrscheinlich die Waffe verschwinden. Ja, was man noch als Bogenkämpfer so an Fähigkeiten hat. Bestimmt treffen wir jetzt aus Versehen irgendjemanden und dann steht da Mordtat begangen. Wir könnten jetzt hier raus. Ha. Ja, auf jeden Fall, was man noch als Bogenschütze für Fähigkeiten hat, ist, man kann ranzoomen und auf dem ersten von den beiden Stufen wird die Zeit dann um 25% verlangsamt und das ist wieder ein Übersetzungsfehler irgendeiner. Da steht, auf der ersten Stufe wird irgendwie 25%, ach, das kann ich ja kurz mal zeigen, ups. Schießkunst, da. Da, diese Fähigkeit ist das, ruhige Hand. Das Heranzoomen mit einem Bogen kostet die Hälfte der Ausdauer und verlangsamt die Zeit um 25%. Ja, das mit den 25% mag stimmen, das kann ich nicht nachkontrollieren, wie viel Prozent die Zeit verlangsamt wird. Aber auf der zweiten Stufe, wenn ich jetzt skillen werde, wird der Effekt der nächsten Stufe stehen, der zweiten Stufe. Und dann steht da, das Heranzoomen mit einem Bogen kostet keine Ausdauer und verlangsamt die Zeit um 50%. Das mit den 50% mag stimmen, aber es kostet definitiv nicht keine Ausdauer. Das wird da stehen, wenn ich das skillen würde. Aber das kann ich nicht skillen, weil ich da überhaupt nicht drauf gehe. Ja. Okay, wir stecken ihn weg und mal gucken, was wir noch haben. Beschworen, Schwertblitz, bla 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 bla. Frostatronak, Frostatem, Hellsehen. Verdammt, jetzt muss ich da irgendwie raussuchen. Was hatten wir denn noch für einen Zauber? Wiedergänger hatten wir nur noch. Okay, den kann ich, den muss ich nicht wählen. Wir werden jetzt den Feueratronak auf unserem Hotkey ersetzen durch den Frostatronak. Das heißt, wenn wir 2 drücken, haben wir unseren Frostatronak. So, und weiter geht's. Wir wollten ja jetzt weitermachen mit den Quests.
und wir werden diesen komischen Freak da finden, den wir finden sollten. Ach so, die gestohlenen Bücher. Und wie heißt der Typ? Orphorn. Genau. Um den geht's zwar nicht, aber den werden wir trotzdem wahrscheinlich finden, weil entweder tot oder lebendig, das wissen wir nicht. Oh, nicht halt der Bekräftigung. Wo ist denn hier der Ausgang? Ah, da. Ja, genau, hier ist ja gar keine Tür mehr zwischen. So. Dann haben wir ja jetzt alles, was wir brauchen für so. Oh, für so ein. Epische. Slowdowns. Da steht Ferdinand. Der ist viel treuer als unser Ferdinand für Version 2.0. Der wartet wenigstens auf uns und haut nicht ab mit einem Kampf und. Und der kämpft auch richtig mit. Ich meine, gut, das hat Ferdinand 2.0 auch gemacht und 1.0. Aber das hier ist noch entschlossener und viel epischer. Ja, Ferdinand. Wieso gibt es keine Streichelfunktion? In keinem Spiel gibt es kaum, also in kaum einem Spiel gibt es eine Streichelfunktion für Pferde. Das Einzige, was mir jetzt so einfällt, ist, welches war das nochmal? Ich glaube, Shadow of the Colossus. Genau, da kann man sein Pferd streicheln, wenn man vorsteht. Und bei Red Dead Redemption kann man sein Pferd nicht streicheln. Bei keinem der The Elder Scrolls Spiele kann man sein Pferd streicheln. Ich habe aber den Drang, es zu streicheln. Es steht da so. Mit seinen... Oh, toll. Egal. Darum geht's ja jetzt überhaupt nicht. Welcher Idiot fängt von diesem Thema an? Ach ja, ich. Wow, wir haben das Schild mit unserer Schulter gestreift. So, wir haben ja noch genügend Zeit, sehe ich gerade, für, den folgenden Dungeon, aber ich guck mal, ob wir uns da nicht hinporten können. Finde die gestohlenen Bücher, das ist hier diese... Nee, ja, ja, wir können uns in die Nähe porten. Hier, Waldheimer. Der Ritualstein, wow. Das ist ein anderer jetzt aber. Das ist... Ach so, Ritual, ja. Da werden wir uns mal hinporten. Ich weiß gar nicht, was für einen Effekt der hat und wie wir ihn überhaupt gefunden haben. Festung Dämmerlicht, da müssen wir hin. Da gehen wir jetzt hin. Schnell reisen. Bam. Mal gucken, was das für ein Stein ist. Ja, das weiß ich ja. Der Ritualstein ist es, aber ich weiß nicht, was der bewirkt. Jetzt nochmal. Der Ritualstein. Wer unter den Zeichen des Rituals steht, kann einmal pro Tag Leichen in der Nähe wiederbeleben, damit sie für einen kämpfen. Wow. Super. Das kann ich so oft machen, wie ich will, aber das ist dafür, dass auch zum Beispiel ein Krieger, der gar nicht genug Mana hat für sowas, Leichen beleben kann. Und der hat keine Begrenzung, der Ritualstein. Also damit kann man alle Leichen wiederbeleben, denke ich mal. Weil sonst macht das keinen Sinn. Wofür sollte man sonst, wenn man genauso gimp ist wie vorher, sowas machen? Na egal. Ich mach mal Quick Save. Und dann geht's ab zur lolligen Festung Dämmerlicht. Oder wie das hieß. So. Alter, Offroad, Ferdinand. Bitte werd jetzt nicht so Tiefwasser, verdammt. Die Strömung reißt einen nämlich ein bisschen mit, aber jetzt haben wir es dank dem Felsen da geschafft, durchzukommen. Nein, was ist das für eine Felswand? Ach so, da geht's links hoch. Ich dachte schon, das stehen wir jetzt vor. So, hier ein bisschen durchwinden. Das ist auch ein perfektes Gebiet für Säbelzahntiger, da müssen wir aufpassen. Die kommen immer aus dem... Oh! Oh mein Gott, ich meine nicht das Mammut, das habe ich erst hinterher gesehen. Guckt mal auf den Kompass. Guckt mal auf den Kompass oben. Warum greift es mich an? Die sind eigentlich friedlich. Ah, tut es nicht gut. Die greifen nur an, wenn man sie angreift oder ihnen zu nahe kommt und direkt neben ihnen rumspringen und sie nervös machen. Aber guckt mal auf den Kompass. Da werden wir unser primäres Ziel, was wir uns gesteckt hatten, ein wenig vernachlässigen und erstmal dorthin. Oh, verdammt, du beschissenes Mammut, ey. Lass uns einfach in Ruhe. So. Ja, und was ich sagen wollte, guckt euch mal die Karte, den Kompass oben an. Ja, ihr seht richtig, ein Dragon Shout, ein Turm. Aber welcher kann ich leider nicht sagen, denn das entzieht sich auch meines Wissens. Aber da oben sieht man ihn schon. Und da sitzt ein Drache. Da sitzt ein Drache auf dem Stein. Und wir können ihn jetzt überraschen. Das ist ja super lustig. So, Kame. Hame. Ha. Ja. Da. Wow, ich treffe. Oh, scheiße. Das wäre ein Kunststück gewesen.
So. Epischer Kampf. Verdammte. Oh, ein Dreck. Aber das Gute ist, ich nehme davon, ja, das Mana. Ach nee, jetzt habe ich nichts aufgenommen. Verdammt. Aber ich habe ja meinen schnell... Oh, der hat aber schon ganz schön HP verloren, der Drache. Oh. Verdammt, jetzt fehlt mir auch noch Magika. Ich muss ihn mal kurz hochgeboren einsetzen. Hier. Oh, das habe ich heute schon benutzt. Wann habe ich das denn benutzt? Dann muss ich was anderes benutzen. Ne, zum Beispiel einen Atem. Nehme ich mal Frostatem. Ne, das nutzt, glaube ich, nicht so viel. An Schaden nützt das nicht so viel. Blitz könnte ich auch mal benutzen anstelle von Feuer. Mache ich mal. Das bin ich nicht gewohnt, Blitz zu benutzen, weil auf meinen anderen Spielstand habe ich mich auf Feuerzauber spezialisiert. Deswegen machen die mehr Damage. Deswegen benutze ich die ganze Zeit die Feuerzauber. Was habe ich hier noch gar nicht geskillt? So, wo ist es denn? Ich wollte den Feueratem. Den habe ich hundertprozentig doch hier. Wiedergänger. Sag mal. F. Feuer, 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 Frost. Frost. Ich habe den doch nicht in der Leiste. Habe ich den überhaupt in meinem Besitz? Den Feuer. Frost. Ach, ups. Ups. Nee, habe ich nicht. Krass. Dann nehme ich die Frost. Boah, jetzt haben wir uns gegenseitig angeschrien. Aber ich habe keine Magika. Oh Gott, ich habe immer noch keine Magika. Oh mein Gott. Okay. Ich habe vorher Quick Save, kein Problem. Ich wollte nur nicht irgendwie. Ich hätte ins Inventar gehen können und Heiltränke trinken können. Aber ich finde, das ist ein bisschen Cheaten. Also, das ist nicht wirklich Cheaten, aber ich finde, das ist so, man hält das Spiel an und dann ist man auf einmal weg. Ich wollte mich ehrlich heilen, ja. Ich benutze mal jetzt Blitzzauber. Da, Blitz. Und dann könnt ihr auch mal einen zusammengelegten Doppelblitz sehen. Da. Das sieht doch jetzt wirklich einem Kamehameha sehr ähnlich, oder nicht? Ich meine, noch so ein blauer Energie oder wenn ich jetzt Eis nehmen würde. Aber egal. Was? Ach so, der hat nicht die Reichweite. Genau, die haben ja unterschiedliche Reichweiten. Blitzbögen, die haben natürlich keine unendliche Reichweite. Deswegen nehme ich mal jetzt Eisstachel, der geht unendlich weit. So, und Eiszapfen in den Anus. Verdammt, der macht nicht so viel Damage wie der Dingsbums-Zauber. Feuer. Komm schon. Ins Herz. Na gut, das ist eine komische Stimme fürs Herz. Verdammt, jetzt bin ich schon wieder oben. Was habe ich denn gerade noch so gemacht? Frost, Atronach. Ich sauf mal jetzt einen Trank. Oh mein Gott, ich habe ja kaum Tränke. Zaubertrank der Heilung. Zaubertrank der Magika da. So. Habe ich wieder. Der war ja total schwach, der Trank. Ich will meinen Atronach beschwören. Irgendwie läuft es jetzt sogar noch schlechter als gerade. Ich muss mal kurz einen Zauber, Frostatem da. Tum! Oh Gott, der macht uns fertig. Ich demonstriere mal die Schnellheilungszauber, jetzt wo ich keine HP, wenig HP habe. So, und dann... Hä? Ach scheiße, nicht mal den habe ich ausgewählt. Das ist doch lächerlich. Was tue ich denn den ganzen Tag? Ach so, wir haben noch unseren alten Heilzauber auf der Taste 5 liegen. Deswegen habe ich den ausgewählt. Wo ist er denn? Heilung, 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 Heilung. Heilung. Heilung, Schnellheilung, ach nee, Schnellheilung, mit S fängt's an. Da, den machen wir auf die 5 und dann wählen wir ihn direkt aus und dann sieht man hier, bam, einmal heilen und dann, aber wir machen jetzt weiter mit Feuerzaubern, weil die nützen einfach mehr. Oh scheiße, ich habe wieder keinen Mana. Verdammte. No. Aber jetzt cheat ich. Ja, jetzt benutze ich einen Zaubertrank mitten drin. Kleine Heilung ist zu wenig. Benutzen wir große Heilung. So. Und ich habe jetzt eine Idee, was wir machen. Wir haben Mana-Probleme, also beschwören wir uns einfach einen beschworenen Bogen. Mit dem Bogen können wir ihn dann ganz einfach Damage machen. Ohne extra Mana zu brauchen. So. Genau. So geht das. Und wir verbessern unseren Bogen-Skill. Verdammte Scheiße ist er. Das Dumme ist, dass das nicht viel Schaden macht, weil wir nicht drauf geskillt sind. Komm schon, wir könnten auch mal einen Gefährten haben, der Schaden macht. Zum Beispiel Frostatronach, den wollte ich ja schon beschweren. Aber, oh mein Gott. Oh mein Gott, scheiße, das wird nicht reichen, wenn ich jetzt den Heiltrank trinke. Vielleicht schindet er noch so viel Zeit heraus, dass ich schnell so machen kann. Dann, Schnellheilung, wo ist es? So, und jetzt muss ich ganz schnell heilen. Oh, geschafft, ey. Scheiß die Wand. Gott, ey. Jetzt habe ich gar,
Jetzt habe ich überhaupt keine keine Angriffsmethode mehr. Komm schon, heb wieder ab. Flieg ein bisschen rum. Ich brauche nur noch einen Schlag. Alter. Nein, das kann doch nicht sein, du dreckiges, kackgeschupptes Arschloch. Ey, das kann doch nicht wahr sein. So, was mache ich jetzt anders? Ich weiß, was ich anders mache. Ich werde erstmal den Bogen beschwören und dann die ganze Zeit mit dem Bogen kämpfen. Und immer wenn die Pfeile alle sind, beschwere ich mir einen neuen. Aber der macht nicht viel Schaden, der Bogen, oder? Oh shit, jetzt hat er mich bemerkt. Ich wollte gerade aus dem Hinterhalt angreifen. Verdammt, ey. Unglaublich. Komm mal, runter. Oh Gott, ich habe ihn getroffen. Hä? Ist er runtergekommen? Wo ist er? Ach, da. Ah, shit. Aber der macht doch Schaden, der Bogen. Guckt euch mal die HP an. Ich habe ihn einmal getroffen bis jetzt. Ja, komm schon. Verdammte Scheiße. Ah, ich habe meinen Frostzauber, meinen Frost nicht ausge... Mein Frostatem nicht. Oh, komm schon, ey. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ey. Hä, habe ich ihn schon benutzt? Lol. Ich weiß hier überhaupt nicht, was passiert. So, einmal heilen. Und den Frostatronach beschwören. So, hier. So, kümmere dich mal um den Frostatronach, nicht um uns. Ja, ja, er dreht sich wirklich nach ihm um. Scheiße, verdammte. Jetzt habe ich... Ah, beschworener Bogen. Komm schon. Ja, der Baum schützt mich. Super. Und der Atronach lenkt ihn ab. Da läuft ja alles ein bisschen besser. Ist der Atronach noch am Leben? Yo. Unser treuer Atronach. Verdammt, Slowdowns. Oh, da kommt er wieder runter. Es war nur ein Fake, dass er abgeht. Ja, komm. Schießkunst verbessert auf 17. Super. Stirb. Ja, jetzt stirbt er. Jetzt stirbt er. 100%. Ja! Braver Frostatronach, ich bin so stolz auf dich. Oh. Und zum als Belohnung für deinen Sieg wirst du sterben. So. Und wir absorbieren die Drachenseele. Und ziehen uns auch noch dessen Knochen rein. Ah, passt noch vom Gewicht. Sehr schön. 200 Gold fast. Aber das Gold interessiert uns kaum. So, und das Skelett wird wieder lollig weggefeuert. Durch den ganzen Busch. Ah, da ist das Skelett. Ja? Nein. Und doppel... Da unten ist es noch am Rumrollen, das Skelett. Egal. Da oben ist der... Wartet der Turm noch auf uns. Die Drachenseele haben wir. Wie viele haben wir jetzt? Eine. Die von dem. Aber die reicht ja auch. Aber wir haben noch einen offenen Turm. Was ist das für einer? Schreie. Ah, genau. Eisform. Aber mal gucken, welchen wir jetzt bekommen, welcher cooler ist. Den nehmen wir dann, je nachdem. Ich kenne die ja so gut wie alle. Nicht alle, wahrscheinlich gibt es noch welche, die ich noch nie entdeckt habe. Aber sofern fällt mir nichts ein. Oh shit! Und unsere Zeit ist fast um. Ich renne mal kurz weg und mache einen Cut. Im nächsten Teil geht der Kampf dann... Ich pausiere mal. Ich speichere jetzt mitten im Kampf. Und im nächsten Teil geht es dann genau hier weiter. Da muss ich mal gucken, welcher ist jetzt der letzte. 1,37 PM, 8,48 PM, hä? Was sind das für Zeitunterschiede? Das ist von gerade, okay. Aber wieso 1,37? Ach so, das ist der ganz alte Spiel. Ja, dann muss ich den überschreiben. Ja, wie ich nicht klarkomme. Okay, das ist ein super Hintergrund, aber der zeigt anders, wie ich gerade getroffen wurde. Das ist ein Drachenpriester, liebe Leute. Und das sind Gegner, die noch schwerer sind meistens als die Drachen selber. Und die lassen ihre magischen Masken fallen. Mal gucken, wo wir auf der Karte sind. Vielleicht kenne ich sogar den Drachen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ach nee, scheiße, doch nicht. Das ist der Drachenpriester Großes.
den habe ich auch auf einem anderen Spielstand, denn ich weiß, welchen Effekt die Maske hat. Ich dachte, das wäre ein Effekt für uns. Ich habe mich vertan mit den Chars. Ich habe ja einen Diebes-Charakter, für den ist die Maske gut. Aber welche Effekte die er genau hat, seht ihr im nächsten Part. Ich verabschiede mich und seid gewiss dessen, dass der nächste Part dieser Kampf mit dem Drachenpriester, dass der Faust ins Gesicht wird. So, schaltet rein, so muss es sein, bis nächstes Mal, Olol und so.